Wissen Sie, welche Kritik ich mir mal gefragt, welche ich mir, wenn ich Journalist wäre, ich hätte mal gefragt, warum findet dann überhaupt noch ein Fußballspiel jetzt gerade statt, wenn Krieg ist? Das ist doch mal die Frage. Warum findet dies statt und jene statt? Ne? Das sind ja erstmal Fragen. Ne? Also die habe ich nicht gelesen. Die könnten wir uns vielleicht dann auch eher noch mal alle stellen. Die müssten sich ja dann mal alle stellen, ob wir dann in der jetzigen Situation überhaupt Fußballspiele spielen können. Also beim Spiel bis zum 1-0 an Bochum war eine tolle Stimmung. Da hat man nicht gespürt, dass die Welt gerade stillsteht und die Welt sich komplett verändert. So, und deswegen, und hier gibt es auch nicht richtig und nicht falsch. Das ist eine Situation, mit der wir uns so nie befasst haben. Alle anderen Kriege sind weit weg. Es ist ja nicht der einzige Krieg. Ne? Die nehmen wir dann immer so mal zur Kenntnis, wenn wir dann morgens die Nachrichten anschauen und irgendwie mal kurz in der Süddeutschen oder der FAZ oder wo auch immer mal kurz durchblättern, was dann sonst noch so auf der Welt passiert, in den, weiß ich nicht, 18 oder 20 anderen Kriegen.